zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema B12. Ein Thema, das ich als Veganerin natürlich immer wieder darauf angesprochen werde. Ich habe schon mal ein Video zu diesem Thema gemacht auf meinem YouTube-Channel. Ist schon ein bisschen mehr als ein Jahr alt. Es ist höchste Zeit, wieder darüber zu reden. Darum ein neues Video. Ja, ich habe das Video direkt mit der Frage gestartet, die man als Veganer am meisten gestellt bekommt. Wie machst du das mit dem B12? Ein B12-Mangel ist ja extrem gefährlich und ist ein Problem von Veganern. Das meinen die Leute zumindest und das bekommen wir immer zu hören. Und an der Stelle möchte ich gleich mal sagen, dass ich mir sicher bin, dass die wenigsten überhaupt wissen, was denn B12 eigentlich genau ist. Und deswegen erkläre ich das jetzt hier hoffentlich so kurz wie möglich. Ich rede immer so viel in diesem Video. Und außerdem möchte ich sagen, dass Vitamin B12 ist ja nur eines von, weiß nicht wie, vielen, vielen, vielen Vitaminen. Und wieso macht man sich eigentlich immer nur über dieses B12 Sorgen? Es gibt ja auch alle anderen Vitaminen und alle anderen Nährstoffe, an denen man, ob vegan oder nicht vegan, einen Mangel haben könnte. Woher kommt das also, dass man sich immer nur über dieses B12 Gedanken macht? Aber erstmal erkläre ich, was B12 überhaupt ist. Ja, B12 ist eigentlich weder in Pflanzen, noch in Tieren, noch in Menschen enthalten. Zumindest dieses B12, was wir brauchen. Das B12, was wir brauchen, ist eigentlich in unseren Böden enthalten. In den Mikroorganismen, in den Bakterien, im Boden. Jedoch wird heutzutage alles, was aus dem Boden kommt, extrem gut gewaschen, was auch Sinn macht, denn unsere Böden sind nicht mehr die nährstoffreichsten und die saubersten, wie das einmal der Fall war. Also könnte man eigentlich sagen, das Gemüse, wie es zu der Erde rauskommen würde, hätte eigentlich B12 dran, also in dieser Erde. Aber wir müssen das Gemüse ja richtig gut waschen, weil in der Erde natürlich nicht nur Gutes ist. Das sind natürlich nicht nur Mikroorganismen und Bakterien oder eben B12, was gut für uns ist. Das sind natürlich auch Sachen drin, die nicht mehr so gut sind für uns, weil ja eben der Mensch unseren Planeten schon ziemlich zerstört hat und unsere Böden nicht mehr das sind, was sie eigentlich mal waren. Heißt also, in der Erde, in dem Dreck, wie ich es jetzt gerade erklärt habe, wäre grundsätzlich B12, ist aber nicht mehr so viel drin wie auch schon, weil wir einfach nicht mehr so nahrhafte Böden haben, wie wir es eigentlich mal hatten. Und jetzt bekomme ich oft die Frage, ja, aber dann kann man ja eigentlich auch Fleisch essen, im Fleisch ist ja B12 drin. Ja, generell ja, im Fleisch ist B12 drin, weil die Tiere ja eigentlich auf dem Gras weiden würden und somit über diesen Boden, also über den Dreck, das B12 aufnehmen könnten. Das Problem ist aber, wie ich es jetzt schon zweimal gesagt habe, dass unsere Böden gar nicht mehr so viele Nährstoffe enthalten. Und zudem ist es leider die Realität, dass, ich sage jetzt mal, 90% der Tiere eben nicht mehr, wie es vielleicht in der Schweiz ab und zu noch der Fall ist, auf der Weide grasen können. Die Tiere sind halt meistens in den Zuchthäusern drin und sind so oder so, egal ob der Boden nährstoffreich wäre oder nicht, sie sind nicht mehr auf diesen Wiesen. Das heißt also, sie sind in den Zuchthäusern, wo sie halt das B12 supplementiert bekommen müssen, da sie es nicht mehr auf natürlichem Wege aufnehmen können. Und auch wenn sie es könnten, so viel B12 ist ja da gar nicht mehr drin. Stellt sich also die Frage, wir wissen, die Tiere haben B12 drin, weil sie es halt supplementiert bekommen, entweder gespritzt oder ins Futter. Zumindest die, die in den Zuchthäusern sind, und das meiste Fleisch kommt halt aus der Massentierhaltung, das ist einfach ein Fakt. Und stellt sich jetzt also die Frage, wollen wir also das B12-Supplement über das Tier aufnehmen, welches es bekommen hat, oder wollen wir das Tier auslassen und direkt zum Supplement greifen? Gehen wir mal also davon aus, ihr sagt ja, ich will Fleisch essen und für mich ist das okay, ich nehme das B12 über das Fleisch auf. Also ich nehme das B12 über das Tier auf, welches das Supplement B12 bekommen hat. Okay, dann ist das natürlich eben seine eigene Entscheidung. Man muss aber auch bedenken, dass man im Fleisch natürlich nicht nur B12 aufnimmt, sondern auch ganz viele andere Stoffe, wie zum Beispiel tierische Fette, wie zum Beispiel Cholesterin, wie eben auch Antibiotika, was halt im größten Teil vom Fleisch einfach enthalten ist, denn auch das bekommen die Tiere gespritzt. Also man muss bedenken, dass man halt aus dem Fleisch nicht einfach nur Gutes aufnimmt. So, ich hoffe, ich konnte kurz erklären, was B12 ist, woher es eigentlich kommen würde, wenn unsere Böden noch so nährstoffreich wären wie vor einigen Jahren. Ich hoffe, ihr könntet ein bisschen verstehen,
Wo B12 eigentlich vorkommt und wieso im Fleisch B12 ist, nämlich weil diese Tiere das auch supplementiert bekommen. Ja, und hier möchte ich gleich anschließen. B12 ist nicht nur ein Problem von Veganer, wie ich zum Anfang auch schon gesagt habe. B12 ist lange nicht das einzige Problem. Es gibt auch ganz viele andere Nährstoffe und Vitamine, an denen man einen Mangel haben kann. Also nur weil man Fleisch isst, heißt das nicht, dass man gesund ist. Ich meine, ich vergleiche das immer gerne. Jemand, der sich jetzt nicht auf die Ernährung achtet, der ist vermutlich nicht, weiß ich, wie gesund. Und ich wage mal zu behaupten, in der Regel jemand, der vegan ist, der sich vegan ernährt, der setzt sich ja mit der Ernährung auseinander. Und ich denke, diese Person schaut dann halt umso mehr, wo sie welche Nährstoffe herbekommt. Und die ist da sehr ausgewogen, verschiedenstes Gemüse, verschiedenstes Obst, kommt also an verschiedene Vitamine, an verschiedenste Mikronährstoffe. Und jemand, der sich jetzt nicht mit Ernährung befasst und aber Fleisch isst, zum Beispiel halt einen Döner zum Mittagessen, abends eine Tiefkühlpizza, von der Tankstelle irgendwo so einen Kaffee Latte trinkt oder was auch immer. Ich würde mal wagen zu behaupten, dass diese Person vermutlich einen Mangel an allem Möglichen hat, an allem Möglichen an Vitamine. B12 hat sie dann vielleicht, wenn sie tierische Produkte isst, aber es gibt ja noch so viel mehr, was man eben auch beachten muss. Übrigens ist es ganz interessant, die Zahlen in den USA zum Beispiel sagen, dass in den USA 1% der Bevölkerung sich vegan ernährt, 39% aber der Bevölkerung haben einen B12-Mangel. Zeigt also, auch die Menschen, die nicht vegan sind, können einen B12-Mangel haben. Somit kann ich es nur nochmal sagen, egal ob ihr Fleisch und Milchprodukte essen möchtet oder nicht, so oder so könntet ihr einen B12-Mangel haben und so oder so solltet ihr euch testen lassen und so oder so solltet ihr allenfalls B12 supplementieren, wenn ihr damit ein Problem habt. Ich persönlich supplementiere kein B12, da ich sehr, sehr, sehr gute B12-Werte habe. Ich war erst gerade kürzlich beim Blutnehmen und ich bin seit 2,5 Jahren vegan und ich habe extrem hohen B12-Anteil. B12 speichert sich auch über Jahre im Körper und ich habe ja früher Fleisch gegessen, von daher habe ich vermutlich einfach noch ein hohes Depot und sowieso in vielen Milchersatzprodukten ist ja auch B12 beigefügt und mein B12-Speicher ist also voll. Ich supplementiere momentan also kein B12. Aber jetzt, wie könnt ihr es testen lassen? Ihr könnt natürlich einerseits zum Arzt gehen und euch Blut nehmen lassen. Mag je nachdem, woher ihr seid, ein bisschen kostenspielig sein und ein bisschen aufwendig sein. Oder ihr könnt einfach einen Vitamin B12-Urintest machen. Und hier gibt es dieses Produkt von MyFairTrade, das findet ihr dort im Webshop, das könnt ihr euch bestellen. Könnt das selbst zu Hause machen, das ist ein medizinischer Labortest, einschicken und dann kennt ihr euren B12-Wert. Und wenn der gut ist, seid ihr safe und wenn er nicht so gut ist, könnt ihr einfach B12 supplementieren. Das wäre zumindest meine Empfehlung. Oder ja, wenn es jemand von euch für richtig hält, könnt ihr natürlich auch das B12-Supplement über das Tier aufnehmen. Das ist ja dann jedem seine eigene Entscheidung. Aber was ich euch ans Herz legen würde, ist, testet euren B12-Wert, egal ob vegan oder nicht vegan. Gebt hier einen super, super, super guten Test. Und auch wenn ich mir die Werte erst kürzlich habe testen lassen, will ich das wieder machen mit diesem Urintest. Und ich werde das dann einschicken und die Ergebnisse mit euch teilen. Und das ist eigentlich das Einfachste, was ihr machen könnt. Bestellt euch bei MyFairTrade, ich verlinke das unter diesem Video in der Infobox, so einen Urintest. Das ist ein medizinischer Labortest. Das könnt ihr selbstständig machen. Ich zeige euch jetzt auch gleich, was alles da drin ist. Dann schickt ihr das ab auf die Post, ist bereits alles frankiert. Ihr müsst gar nichts machen damit. Und dann bekommt ihr es wieder nach Hause geschickt und wisst so, ob ihr jetzt B12 supplementieren müsstet oder nicht. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, wollt ihr das vegan machen, also über das Supplement, oder das Supplement halt über das Tier zu euch nehmen. Unboxing Urintest. Ich habe noch nie gemacht. Nein, das ist ein wichtiges Thema. So sieht das aus. Ihr habt hier den Behälter drin, die Spritze, mit der ihr den Urin aufsaugt und dann auch in das Gefäß gibt zum Einschicken. Hier könnt ihr eure Personalien angeben. In dieses bereits fixfertig frankierte, in diesen Umschlag legt ihr das dann rein und schickt es ab. Dann habt ihr hier auch noch einige Hinweise mit bei und eine ganz genaue Anleitung. Hat auch eine Rückseite, die ihr beachten müsst und so könnt ihr das Step by Step durchführen, auf die Post schicken und dann wisst ihr um euren B12-Wert Bescheid.